Ja, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shadow Hearts Covenant. Das letzte Mal hat uns Blanka hier befreit und wir machen uns jetzt auf den Weg raus aus diesem Ort. Aber bevor wir uns an die Main Quest hier begeben, nämlich an das Rauskommen, müssen wir erstmal hier noch was nachschauen. Wir sehen ja hier noch die Ketten, nicht wahr? Erinnert ihr euch noch an diesen einen Schatz? Hier, die Schicksalsradkarte. Das war nämlich der erste Schatz, den wir hier finden können, wo wir mit dem guten alten Herrn gesprochen haben. Erinnert ihr euch noch, der uns den Kann den Weghinweis gegeben hat? Oder diese Schatzinfo? Das ist jetzt erstmal zweitrangig. Jetzt gehen wir erstmal wieder ganz raus. So. Denn jetzt können wir das machen. Oh, Moment. Warten Sie kurz. Sie, suchen Sie zufällig nach einem alten Mann, der hierher gebracht worden ist? Vielleicht, warum? Und wir müssen doch zurück. Ja, ich habe vergessen, den Wolfskampf habe ich schon gemacht. Er wurde in eine Spezialzelle gebracht. Ich denke nicht, dass es so leicht ist, sie zu aufzukriegen. Wirklich? Man kann das Schloss nicht irgendwie entfernen? Wahrscheinlich nicht. Lassen Sie uns reden. Ich bin Schlosser. Ich habe alle Schlösser für die Zellen gemacht. Als ich fertig war, meinten sie, sie bräuchten mich nicht mehr und schlossen mich ein. Die haben Nerven. Ich warte nur auf eine Chance für Rache. Wollen Sie, dass ich Ihnen einen Schlüssel mache? Ja, bitte, auf jeden Fall. Okay, Sie müssen mir als erstes die Sachen bringen, die ich brauche, um den Schlüssel zu machen. Ich brauche etwas Langes, Dünnes für den Schaft. Ein Kuli oder Bleistift reicht. Er muss nur stabil sein. Dann brauche ich we weiches Metall für das Ende. Draht wäre perfekt. Vielleicht liegt hier welcher rum. Und dann brauche ich noch etwas, um beides für zu verbinden. Sicher finden Sie etwas dafür in einem der Lagerhäuser. Wenn Sie mir die drei Sachen bringen, kann ich Ihnen einen Schlüssel machen. Ja, super. Wissen wir doch schon mal astrein Bescheid. Gut, dann wollen wir doch jetzt erstmal gucken, dass wir hier was finden. Ah, den Draht, den finde ich hier schon auf der Etage. Den Draht finde ich hier in dem Stockwerk schon. Das geht schnell. Den finde ich schnell. Erinnert ihr euch noch an den Ort ganz am Anfang? Ne, da ist ja gar nicht der Ort ganz am Anfang. Das ist ja gar nicht. Ja, egal. Müssen wir erstmal weitermachen. Ach, das ist die irdene Kapsel. Okay, bereits jetzt der Gegner. Gatorback und Krallenadmiral. Okay, den Krallenadmiral kennen wir ja noch. Ich mache erstmal diesen Käferer kaputt. Der sieht mir ein bisschen. Oh, ich habe Blanka nicht umgerüstet. Blöder Fehler wieder von mir. Okay, der Grand Papillon jetzt. Der haut den Gatorback mal weg. Bam. Nein! Oh, was ist denn los jetzt, Leute? Das stimmt doch wieder was nicht bei mir. Mano. Egal. Ich hätte Blanka umrüsten müssen. Aber das kriege ich schon noch hin hier. Wir verwandeln uns jetzt nämlich in Sorm. Sorm. Wolleiser. Wunderbar. Und jetzt hauen wir wieder ordentlich drauf. Allerdings auf den Krallenadmiral. Denn der ist mir ein Dorn im Auge. Jawohl. Bam. Bumm. Verdammt. Bums. Wunderbar. Oh gut. Er fängt an, den Gatorback zu stärken. Naja. Ging nach oben. Wow, heilige. Halt mal. Geht's noch? Geht's noch? Hallo? Jetzt ist aber mal Schluss. Jetzt ist Schluss im Bus. Boah. So, geht doch. Und jetzt so. Hau auf Gatorback ein. Was das Zeug ist. Ja, okay, drei Treffer. Vielleicht reicht. Nee, ich glaube nicht. Okay. Grand Papillon. Jetzt aber. Mach deinem Namen als Superheld eine Ehre. Jawohl. Bums. Pardon. Wunderbar. 100 Treffer mit 3 Treffer. Mit 200 Schlagschancen mit 2 Treffern. Phönixschwanz bekommen. Sehr schön. Oh, Geppetto ist aufgelevelt. Ja, die Leute im Nachhinein kommen jetzt auch immer mehr hinterher. Jetzt werden wir aber erstmal Lucia heilen. Die hat es ja ordentlich mitgekriegt hier in dem Kampf. So, die ist jetzt wieder voll da. So, wir werden jetzt erstmal hier auf der Etage weiter rückwärts zurückgehen. Ich hoffe nur, ich komme hier gleich durch die eine Ecke da durch. Ah, hier ist eine Tür. Moment, wo bin ich jetzt? Ah, ja. Ihr erinnert euch, Schatztruhe hier gewesen. Gehen wir mal hier ganz wieder außen rum. Die beiden Soldaten sind auch nicht mehr hier. Sehr schön. Einmal schön hier außen rum. Das müsste eigentlich hier sein. Wir kommen hier nicht durch. Ach nee. Ach nee. Mist. Oh, ich beule.
Eule. Oder doch? Nee, nee, den muss Blanka holen. Blanka muss den Gegenstand holen, den ich brauche. Aber wir haben jetzt wieder diese Gegner hier. Und ich habe Blanka wieder nicht umgerüstet, du dummer Horst. Naja, egal. Bams, bams, kabum. Verdun! Und jetzt. Ja. Da habe ich jetzt nichts mehr zu. Sauber Lucia. So, Grand Papillon, was machst du? Du gehst auf den Gatorback. Jawohl, 4 Treffer. Ja, das ist schöner Schaden. Das ist schöner Schaden. Das gefällt mir. Mach Rahe, darf auch mal wieder in den Kampf rein. Wir wollen ja alle Kämpfer mal wieder drin haben. Nicht wahr? Oh, eine Combo. Combo. Sehr schön. Ja, ich glaube, wir werden noch eine Combo benötigen, um Gatorback zu töten. Sag ich doch. Okay, Lucia. Ich hoffe mal, du hast jetzt Gatorback aus dem Leben. Denke aber ja nicht. Oh doch, sie haut Gatorback aus dem Leben. Sehr schön. Böse geboren. Und wieder der böse Zauber jetzt. Oh je. Ich hab Angst. Ich hab Angst, wie ich da. Mann, Mann, Mann. Blanka, hau ihn weg. Der hat uns halt genug genervt. Och, Manno. Oh, Blanka. Wolfen. Bums. Sehr schön. Mach Rahe, hat's geschafft. Immerhin. So, Feind Action. Anzahl Züge ein. Pff, haben wir wenigstens ein bisschen Geld gemacht, nicht? Ah, wir haben wieder Seelen. Haha, haha. Bevor ich jetzt Blanka durchjag, mal gucken, welche Seele wir stärken können. Das muss ich immer zwischendurch machen. Vor allem, ich habe vergessen, welche Seele ich auch noch jetzt zuletzt aufgeladen habe. Ein Barbarier war's. Sehr schön. Kriegt er jetzt nochmal die nächsten Punkte. Gut. Wieder ein bisschen heilen dazu, ne? Ja, Yuri müsste ein bisschen was abbekommen. So. Und jetzt schicken wir Blanka durch das Loch. So, Blanka. Jetzt hol mir was. Denn wir müssen jetzt hier mit Blanka ganz normal hier lang. Sehen Sie mal, gerade hat jemand diesen Draht hier weggeworfen. Der ist fast durch meine Pfote durch, hä? Sie suchen solchen Müll? Ja, gebogener Draht. Ja, läuft doch. Da haben wir ihn schon. Moment, da war doch auch der Händler noch, ne? Zurück, Blanka. Ich gehe jetzt nämlich erstmal mit Blanka wieder auf Shoppingtour. Denn hier kommen keine starken Gegner, glaube ich. Denkt man nicht, dass Blanka hier alleine so viel kämpfen muss. Speicherplatz und der Shopping-Wolf, genau. So, wollen wir was kaufen? Na klar, wollen wir was kaufen. Und zwar, Terra-Blätter wieder 6 Stück, Terra-Samen wieder 2, Mana-Blätter 2, Mana-Samen 8, reines Blatt 1, und Segen der Seele 2, Glückstalisman, nehmen wir auch noch 10 dabei. Ne, nehmen wir nicht. Bam, um Nachlass, 30%. Muss reinhauen. Jawohl! Klasse. Ja, auch wenn es nur wenige Punkte sind. Wir haben wieder etwas. Ja, ist immer da, das ist gut. Kämpfen muss ich hier ja nicht. Und jetzt geht's weiter. Schön. Ja, dann wollen wir mal weitergehen. Musste ich außen rum gehen. Genau, ich musste außen rum gehen, sonst ging es nicht weiter. Moment, bin ich jetzt hier überhaupt richtig? Bin ich jetzt richtig? Ich bin richtig. Gut. Weil durch die Tür, die da hinten ist, das ist nämlich die Tür, wo die davor standen. Da komme ich gar nicht durch. Der Feind macht eine Combo. Ja, das werden wir doch erstmal durchschlagen. Böser Strahl, so treffe ich 2. Das habe ich auch vor. Ich will ja nur die Combo verschlagen. Und jedes Mal, wenn ich wieder mit Blanka angreife, sehe ich, die Combo nicht abgebrochen, habe ich unterbrochen. Nun ja, ihr kennt mich. Ich vergesse was mal schnell. Nun ja. Kannst du machen, nichts, kannst du gucken zu. Ja, Kerberer, der ist erstmal. Der ist erstmal fertig. Damit die Combo bricht. Zack. Ja, greif mal Gatorback an, bitte. Gute Lucia. Damit er wenigstens auch mehr Himmel kriegt. Genau, 59 Schadenpunkte. Und Joachim kümmert sich um den Krallenadmiral, dass der nicht irgendwie auf die Idee kommt, eine Combo zu machen. Weil die haben ja öfters mal Kombo-Lust. Bums. Sehr schön. Oh, Ring nach oben. Ring nach oben. Ich weiß nicht mehr, was diese Statusveränderung bewirkt. Ich weiß es nicht mehr.
Vielleicht ist es auch die Ringgeschwindigkeit nach oben. Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Es sieht aber auch danach aus, als wäre die Ringgeschwindigkeit hochgeschraubt. Nee. Ich glaube, das ist die, wenn es nach oben geht, dass der schneller wird. Weil diese Statusveränderung gibt es hier auch. Bin mir aber nicht mehr so sicher, Leute. Oh Mann. Foundation hat wieder ein bisschen mehr Geld dazu. Wir haben gleich schon wieder das Geld raus, was wir letztes Mal für die Gegner für die Sachen gezahlt haben. Den Draht haben wir schon mal. Das ist schon mal schön, dass wir den haben. Weil das wäre jetzt unnötig gewesen, alles doppelt und dreifach zu machen. Aber jetzt geht's erstmal weiter wieder. Hier einmal durch. So, dann gehen wir jetzt einmal hier durch. Und gucken uns hier links um. Aha. Kleber gefunden. Sehr schön, haben wir auch diesen Kleber schon mal. Ja. Ich sehe gerade, der Weg wäre wesentlich kürzer gewesen, wenn ich woanders lang gegangen wäre. Egal. Werde ich den doch zurückgehen. Da mache ich mir doch jetzt kein Heck mit durch. Hallo? Gehe ich jetzt hier lang? So, hier ist nämlich nichts mehr mit den Zellen. Oder doch? Moment. Ach, Quatsch. Ich weiß, wo ich jetzt bin. Naja. Ja. Ich bin jetzt wieder voll im Bilde. Oh, guck mal. Es ist eine Tonpfeife. Eine Pfeife? Interessante Pfeife. Wie bitte? Ich frage mich, was eine Pfeife in einem Steingebäude wie diesem macht. Wer hat die hier reingelegt? Ich fühle etwas. Diese Pfeife ist mit der Dankbarkeit den streunenden Kater gefüllt, die hier untergekommen sind. Sie ist überhaupt nicht gefüllt, okay? Schau sie dir mal an, sie ist leer, kapiert? Absolut hohl innen. Na, dann verwende ich sie als Strohhalm. Oh Mann. Wir erhalten irdenisches Rohr, das kennen wir doch schon. Schau dir mal diese wunderbaren Kurven an, ein echtes Kunstwerk. Okay, dann wollen wir mal weiter. Oh mein Gott. Nun ja. Zu Joachim sage ich nichts mehr. Dem kocht das Hirn. Ja, und wie? Ja gut, egal. Dass wir jetzt hier dieses irdene Rohr gefunden haben, liegt daran, und dass ich es schon vorher hatte, liegt daran, dass ich Joachim in die Folter geschickt habe. Ist mir jetzt aber auch egal. Es war mir jetzt erstmal wichtiger, dass ich das hier alle bekomme. Gut. Dann würde ich mal sagen, werde ich jetzt diesen Kampf noch warten, bis was hier, zwei Gatorbacks. Ja gut. Mit denen kümmern wir uns, um die kümmern wir uns das nächste Mal. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Sprach der Raven halt nimmer mehr.